Juhu, willkommen zurück zu Let's Talk WoW. So, nachdem wir in der letzten Folge doch relativ stabil durch den Obsidian-Drachenschrein gegangen sind und ja, war etwas im Hauruck-Verfahren für mich. Ich hatte eigentlich vor, das in etwas gemütlicherer Version zu machen, aber zusammen mit Bergoin ballert man das mal eben so weg. Da kann man natürlich jetzt nicht so unbedingt was für, aber na gut. Ist eigentlich eine ganz schöne Sache, weil dann kann man wenigstens mal dieses ganze Elite-Zeug hier machen. Ich bin jetzt wieder auf der Suche nach dem Mysterium der Unendlichkeit. Und zwar die Chromie, die dieser Zeitdrache ist quasi. Bronzedrache ist ja Drachen, die mit dem Zeitstrom zusammenhängen oder irgendwie Zeitablauf zusammenhängen. Ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Ihr seid nicht unsterblich, ihr könnt den Drachenschrein betreten und das Stundenglas der Ewigkeit benutzen. Stellt es auf, beschützt es lang genug. Und der Anführer des ewigen Drachenschwamms sollte sich zeigen. Das heißt, ja, wir berichtigen jetzt sozusagen ich glaube, einen Fehler in der Zeitlinie oder so. Irgendwie sowas. Hält die Ewigen davon ab, den Zugang zu erhalten und einzutreten. Okay, so ready. Ja, ich bin ready. Wir müssen das, glaube ich, zweimal machen, oder? Das weiß ich nicht, wir müssen nur das Stundenglas. Ja, du stellst das Stundenglas auf und dann kommt so eine Kopie von dir. Und noggert mit dir mit. Aber ich Hallo. nogger jetzt auch mit dir mit. So, dann machen wir das Ganze doch mal. Jetzt sind das schon zwei von euch Dicken, ey. Mann, Mann, Mann. Also ich sehe hier nur einen Dicken und er ist nicht dick. Ich bin nur dick angezogen, genau. Klatsch, klatsch, das waren die ersten zwei. Sieht aber krass aus, Stubenglas der Ewigkeit. Mann, Mann. Verschärft. Ich glaube, ich habe in der gesamten Drachenöde diese Quest immer ausgelassen. Ja, die ist auch Schrott. Ich finde sie eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist, wenn du nicht darauf vorbereitet bist, kriegst du alles einfach gar nicht hin. Nee, Genauso wie diese ich finde komische. die Schrott, weil da glaube ich ein Elite kommt und den, das muss man halt wissen, das dann. Nee, nee, du machst mal nix. So geht's. Ging doch ganz leicht. Gut intakt, das Stundenglas. Gute Idee. Sorry. War eine gute Idee mit dem Vieren. Ja, mein Silence hatte gerade CD und ich wollte Siehst du? diesen. Das ist der Ich Endboss, wollte oder? diesen Mega Fraggle da wegmachen. Und deshalb finde ich die Quest scheiße, weil das eigentlich eine Gruppenquest. Ja, Außer nur so für dich. schwer war der jetzt nicht. Das Ding ist, dein Spiegelbild sollte dir ja eigentlich helfen. Dieses Zeitglas der Ewigkeit stellt ja ein Hast du die jetzt Spiegelbild auch von dir bekommen, die her. Quest? Ich kann da mal gucken. Bei mir Ja, steht, habe glaube ich ich, dass. gefest. Habe ich fertig. Habe fertig. Ja, gut, dann kann man ja zurück zu Chromi. Ich habe fertig. Ja, das ist sehr, sehr geil, weil ich hatte echt Bedenken, ob ich die überhaupt machen soll. Also nicht nur, weil ich ja das eigentlich im Let's Play mache oder im Let's Talk mache. Ich hatte Bedenken, ob ich die überhaupt machen soll, weil die, wie gesagt, echt ein bisschen doof ist. Ja, sie kann schon. Ich habe die nicht wegen dem Elite-Mob gemacht. Das mit Beschützen, das hätte ich noch hinbekommen, aber den Elite-Mob, wenn man den mit auf Level 72, 73 macht. Nee, nicht wenn du da so 5, 6 von diesen Viechern hast. Also da spawnen ja ein paar, ne? So. Ja, wenn du vorher. Das ist nämlich das Problem gewesen. Du hattest vorher die ganzen Viecher am Hals und dann irgendwie alle Hände auf CD und dann kommt der Elite angewackelt. Genau.
So, und deshalb finde ich die Quests von der eigentlich scheiße, weil die das nicht reinschreiben, dass da eine Elite kommt. Deshalb sollte man die eigentlich so als Gruppenquest klassifizieren. Und solche Quests finde ich generell kacke. Nicht gekennzeichnete Gruppenquests. Ja. Ja, da gibt's ein, zwei von in WoW oder ein, zwei, drei von WoW, die das tatsächlich, wo man dann tatsächlich einen Elite-Boss hat oder so. Wieso geht's die denn so schlecht? Es gab aber nochmal gut Ruf. Fast Nummer 450 Ruf. La nuve lore de la na. Ja. Lebt wohl. Jetzt habe ich nur noch zwei graue Quests hier, die kann ich noch nicht annehmen. Ruf bei dem Drachenverein ist relativ wichtig. Wenn du später Kopfstück und Schultern haben willst, dann brauchst du Ruf bei den Söhnen Hodirs und bei den Schwarzen Rittern. Na, so, da kriegst du deine Kopf- und Schulterverzauberungen her. Als Mensch mit Beweglichkeit oder als Zwerg mit Beweglichkeit. Das heißt, so Schurken und alles, was Beweglichkeit verwendet, würde dann, glaube ich, sich dort Kopf- und Schulterverzauberung abholen. Also auch die ganze dicken Verzauberungsteile da. So, den Zauberstab brauche ich nicht. Brauche ich denn den Dolch? Spitzgeilstab? Also, nee. Brauche ich nicht. Ja, ansonsten kann ich hier nichts machen, weil da bin ich, glaube ich, noch zu klein für. Ja, ich auch. Die Chromi und der Krassus, die haben Quests, aber die sind auch bei mir noch grau. Das heißt, das sind Level 80er Quests. Ja, offenbar. Jetzt erstmal hier schauen. Das hier, schau dir mal das Arkan der glücklichen, glückseligen Besserung. Ja, Zaubermacht und Mana-Rack, das ist vielleicht was für deine Dudu-Tante. Das Tolle ist, dass das Account gebunden. Ja. Das heißt, wenn du Glück hast, kaufst du dir das und dann, ja. Das kann ich mit Bergoin kaufen und dann dem Drui schicken zum Beispiel. Stimmt, ich mach das ja das auch. Das heißt Account gebunden. Ich meine das ja auch, ich mach das ja auch mit dem Jäger mal hin und wieder. Da muss ich mal schauen, ob ich das nicht, jetzt hast du mich aber auf was gebracht, das habe ich ja komplett vergessen, dass das Account gebunden ist. Das ist ja gar nicht seelengebunden. Hihi. Ist noch keine Daily vom Würmrupakt irgendwo? Ja, die fängt. Die Daily vom Würmrupakt, die hat eine Präquest, die irgendwo in Sternruh anfängt. Ich glaube, ich bin da mittendrin. Ich glaube, dieses bei verhindert das Abkommen, das ist, glaube ich, der Rest von der Daily. Du musst erstmal. Wirst du von so einem. Von diesem Abbild des Erzmagiers, der Kirin-Tor, wirst du irgendwo hingeschickt. Um irgendwelche Überreste einzusammeln. Und das dauert voll lange, bis man die mal findet. Das habe ich irgendwann während des Let's Plays noch versucht und hab die Quest dann irgendwann abgebrochen bzw. vertagt, weil das so lange gedauert hat, dass mal ein Item gedroppt ist irgendwie. Also das war echt ein bisschen doof. Ja, das kann natürlich sein. Ich fliege da jetzt mal hin. Die Kalog Daily zum Beispiel, die mache ich gar nicht mehr. Die Kalorak Daily? Die für die. Brauche ich nicht mehr. Ich bin schon ehrfürchtig bei denen. Ach so, ja, wenn dann brauchst du die natürlich nicht mehr. Aber ich brauche die schon noch ein bisschen, weil die ab 78 nämlich ein ganz gutes Rüstungsstück geben. Die haben keine schlechten Sachen. Ja, also wenn du so auf 78 bist und mal so ein Sprungbrett in den etwas höheren Itembereich haben willst. Das geht schon ganz gut an. Ich habe überlegt, mir so einen Dolch zu holen. Oh, wieso nicht? Als Offhand zu dem Schwert, aber ich glaube, den schlängelnden Stab, der ist gar nicht mal so schlecht. Der hat einfach mit 45 Beweglichkeit und 75 Ausdauer hat er schon mal eine Nummer drauf. Ja, bei 75 auf jeden Fall, ja. Weil nämlich, guck mal, auf dem Schwert ist nur 23 drauf. Das heißt, auf dem anderen Ding müsste mindestens so 30 oder 40 drauf sein. Ich bin ganz Ohr. Glimmender Zauberstab. Die Zauberstäbe hier sind ja komplett für den Arsch. Also ich kann hier irgendwie nichts mehr in Sternruhe machen.
Nee, dann müsstest du auf der mittleren Ebene, müsstest du die Daily finden, theoretisch. Ich hab, nee, hab ich ja nicht. Ich hab eben irgendwie blablabla Quests aufspüren an und da war nix. Okay. Ach ja, die zurückgezogenen Runenmeister. Ich muss die magmataurischen Fürsten umknallen. Das wäre noch so eine Sache. Da macht Knallen normalerweise nicht so viel Spaß. Ja. Ja. Ja, gut. Sind die Elite oder was? Ja, die sind Elite. Empfohlen Spielerzahl 3. Ja, du, ich und der andere. So ungefähr. Aber warte mal, ich will mal gerade schauen, wie lange die Aufnahme schon läuft. Augenblick. So seit etwa 10 Minuten. Heißt, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt noch Zeit hast, dass wir da reingehen könnten. Was bleibt mal bei dem Questmob stehen? Ich bin gerade eh, ich bin nämlich jetzt gleich schon wieder am Drempe. Also, das ist genau in der Höhle, die direkt unter dem F von Feste des Namensschriftzugs Feste Wintergard ist. Direkt darunter ist auf der Karte eine Höhle und da sind die wohl alle drin. Zumindest nachdem man sich hier Glauben schenken darf. Und bei Galakron zur Ruhestätte, das Schaffende kann auch zerstören. Da muss ich irgendwie 3 so große Mega-Uglis wegpumpen auch. Also alles in allem wieder nur die Quest. Ich sag, ich vergiss es. Ich kann die. Du kannst sie machen. Du kannst sie machen. Ja, sehr geil. Also ich kann sie wahrscheinlich noch nicht machen. Also ich kann sie wahrscheinlich noch nicht machen. Nach der Ex. Da muss ich die mal in mein Daily Portfolio aufnehmen. Ja. Portfolio ist gut. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon. Ob ich das Ding schon gemacht habe, da mit den. Ja. Meinst du, wir kriegen die Runenmeister noch und dann machen wir eine Pause? Weil dann wäre auch. Dann wäre diese ganze Elite-Kacke in der Drachenöde mal größtenteils für mich abgeschlossen. Das wäre mal eine schöne Sache, glaube ich. Weil ich schiele ja so ein bisschen darauf, bald in die Grizzly-Hügel zu gehen. Ja, Grizzly-Hügel sind auf jeden Fall lustig. So ist dieses Scheißhaus-Quest. Ich hab dir echt 10 Minuten auf der Couch gelegen und nur noch mich kaputt gelacht. Ja, ich glaube, das werde ich auch genau so machen. Ja, lass dir Zeit, lass dir eine Menge Zeit. Hier ist gerade ein Truie, ist gerade ein Zweierteam, was den Dreck mal rundtot. Ach ja, das ist gut, dass hier einem nichts vor der Nase weggefarmt wird. Also das ist schlau ohne Ende. Oh, ist aber sogar ein Dreier-Team. Blöd Elfenpriesterin, Dranai und irgendwie ein Tank-Drui. Hä? Das sind Nachtelfen, nicht Blödelfen. Ist ja fast das gleiche. Nee, ist absolut nicht das gleiche. Glücklicherweise. Okay, das eine sind Nacktelfen, das andere sind Blödelfen, okay. Ist absolut nicht das gleiche. Versuch mal aus Spaß die Quest zu teilen. Zu teilen, okay. Wenn das teilen. Runenbrand. Bergon ist nicht für die Quest qualifiziert, das heißt, du hast die schon gemacht. Ja, das ist immer so eine tolle Aussage. Das heißt, oder ich habe gibt's eine Pre-Quest dafür, die ich noch nicht habe. Wo kommt das her? Kommt das vom Würmerhut-Tempel? Ja, das ist diese Aura-Straße, die ich dir da unten, dann hast du die schon. So, ja, wo standen die denn gerade? Kann ich mich hier hinstellen, ohne gefressen zu werden, wenn die respawnen? Ja, aber ich denke mal, die respawnt hier in der Höhle. Okay. Das ist ja richtig herzallerliebst. Vom
Missionshaus ist auch gerade irgendwas zurückgekommen. Ich bin nur ein Mitläufer. Wenn jemand sagt, ich gehe einen trinken, dann sage ich, da gehe ich mit. Ja, genau. Ach. Oh ja, die Zwergenwitze, genau. Weiß ich gar nicht, ob man die Zwergenwitze jetzt überhaupt in der Aufnahme hören kann. Kann man das hören? Warte mal. Weinen, winken, zeigen, sitzen, tanzen. Nein, er war einfach slash witz, du ein Witz. Ich hab kein Alkoholproblem. Ich trinke, ich bin betrunken, ich fall hin. Kein Problem. Genau. Oh. So? Ah, Winter. Ja, Winter. Das ist genau so. Das ist so dämlich. Ja. Ja, let's warte auf Respawn oder was? Was mache ich denn jetzt hier? Ja, auf ein Kartoffelpüree spawnen wir. Ja, dann mache ich jetzt hier ein Lagerfeuer und hau mir ein Bier rein und dann. Geil. Ja. So. Aber hier, im guck mal, was man im Scholasar schönes lernen kann. Setz dich doch. Kostet das Gleiche. Lernen kann, Gungalusch. Ja, so was Ähnliches habe ich. Ich habe jetzt diesen Honigminztee, den man so standardmäßig überall kaufen kann. Das ist ein Fruchtbrand, ist das. Den kannst du in der, diese Kungalusch kannst du in der Kochkunst herstellen. Ein Fruchtbrand, so. Der Dreckmar ist wieder da. Der ist wieder da? Stimmt. Schnapp dir nur ein Bier, dann geht's los. Den machen wir doch mal Dreckmar platt. Ja, oh. Der Karlauer da um die Ecke. Der Meister aller Karlauer ist wieder da. Kann ich noch nicht mehr. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht mehr. Das lädt immer noch aus. Kann ich noch nicht mehr. Na bitte. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das fällt immer noch auf. Hä? Ach so, Runenschild. Das ist der Puss, der hat so ein Pussy-Skill drin. Keine Ahnung. Ich hab einen Dispel. Hast du die Quest bekommen? Ja, ich glaube ja. Aber ich habe einen Dispel auf den gemacht und dann war der plötzlich weg. Ich glaube, Massendispel mag die komische Angstblase von dem nicht, ja? Aber du hast die Quest jetzt erfüllt bekommen, oder? Ja, ja. Der geht zu zurückgezogene Runenmeister. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Ja, jetzt saufen wir uns noch ein und dann gehen wir zurück. Ja, geil. So, und jetzt bin ich blau jetzt, ja. Reicht. Yeah! Erstmal in so weißer Don't Drink and Drive. Ja. Das geht besonders auch, wenn du auf dem. Boah, mies, guck dir das an, guck das an. Liegt voll. Ich mach da gar nichts dran. Das macht der Geier von alleine. Ja, ja. Wie geil ist das denn? Ja, bei mir hält sich das tatsächlich noch in Grenzen, aber du bist auf jeden Fall ganz gut in Steuer festhalten, glaube ich, ne? Ihr guckt dir den Geier doch mal an, verdammt! Ja, ja, ich hab das ja gerade gesehen, kurz. Das bin ich, ich drück nur auf nach vorne fliegen, das ist, macht der Geier von sich aus. Das ist so durch. Immer wieder ein Genuss. Dafür musst du dir aber auch schön gut was auf die Kante gießen, ne? Bis dann das ja, mal endlich. Ich hatte eben den Kotz-Emote. Also oh ja, das ist natürlich. warte mal, müsste das jetzt nicht hier genau. Anaria Schola.
Die Gerechtigkeit. Das hat natürlich ganz schön geflänzt gerade bei dir, das kann natürlich sein. Oh, das war etwas Po. Ja, ich muss schon wenigstens so ein bisschen EP bekommen. Ah, braucht noch ein bisschen Level up hat. Warte mal, jetzt bin ich nach oben geflogen. Ach nee, die ist ja ganz... ich bin ja so schlau. Ich bin sicher, dass du das... Das ist eine gute Idee, weil das... Das du getrunken hast. Ja, im Ernst, ich muss echt mal... Also... Echt mal schauen, dass ich vielleicht mal etwas konstanter level, um mal dieses Fliegen zu kriegen. Weil da ständig rauf und runter und hin und her irgendwie... Das geht einem furchtbar um den Sack. Ich aber sowas von... Immer so das Ganze hin und her zu machen. Wieso, warum erfindet man nicht mal für einen solchen Tempel sowas wie ein Portal zum Durchgehen? Überall steht in jeder Stadt irgendwie ein Portal, wo man irgendwo hingebeamt wird oder durch eine Questreihe irgendwo hinkommt. Und genau da, wo es mal drauf ankommt, da ist kein Portal. So. Geil. So, na endlich. Ach ja, es kommt ja noch eine Elite-Quest. Das ist ja richtig toll. Folgt seinen Anweisungen. Nehmt das Horn, das ihr mir zuvor gebracht habt, geht zum Fackelring südlich des Azurdrachensteins und stoßt zum Zeichen der Herausforderung hinein. Tötet anschließend Gromtar, den Geschmusten, und bringt mir seinen Kopf. Das heißt, ich soll einen so einen Superdrachen da um... Wo ist denn der komische Axt? Südlich vom Azurdrachenschrein, wie ich da gesehen habe. Ja, geht zum Fackelring südlich des Azurdrachenschreins. Ist ein Fackelring offenbar, weiß ich nicht. Ach so, und stößt in das geschmückte Kriegshorn, besiegt Gromtar, den Donnerbalken oder Donnerbringer von mir aus, und bringt seinen Kopf zurück zu der Blödelfen-Tussi da. Ist das schon... Boah, nie wieder fliege ich nach dem Saufen. Das geht mir so auf den Sack gerade. Alter. Ja. Kann ich mal gerade fliegen, das scheint. Nach Süden muss es also. Bin ich froh, gleich, wenn diese Elite-Quests vorbei sind. Das geht langsam nicht mehr klar. Das ist jetzt die wievielte Elite-Quest hintereinander? Will ich gar nicht wissen. Also wir müssen zu den Armleuchtern südlich vom Azur. Das ist ja noch lang nicht alles. Ich habe ja schon diesen von den scharlachroten... von den scharlachroten Leuten den Kommandanten umgeklatscht, dann diese Blutpfote da, den Lustus umgeklatscht, dann noch mit einer Feuermagierin in einer Let's-Fail-Aktion richtig schön kompliziert die anderen, die Magmatauren zuerst, also da... Ich bin bei dem Feuerring. Du bist bei dem Feuerring. Aber du musst ihn mit dem Horn herbeirufen. Mein Widder reitet auch von links nach schräg die ganze Zeit. Ich hab zu viel gesoffen. Ja, aber das ist... Mein Drache macht ja auch links-rechts, aber der macht nicht nur links-rechts, der macht auch hoch und runter. Ja, genau, weil das ja so ein 3D-Viech ist. Ja, keine Ahnung, warte, unsere Buffs gehen aus. Lass mich mal kurz nachbuffen. Mal dann hier noch einmal die Suppe reinfahren und dann geht das sofort ab. Du! Wolltest du anflöten oder soll ich? Es geht doch nicht, du hast das Horn, ich hab die... Ach nee, ach ja genau, gut, dann, du musst ihm die Flötentöne beibringen. Drön, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Gut, dass er überhaupt nicht kicken kann. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht
Alter! Kann ich noch nicht sagen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Der hat den Bergern über die. Der hat den Schorsch über die Kante gekickt. Ja, ja, hab ich gesehen. Das ist. Ich war nochmal da. So leicht bringt, lässt er sich nicht über die Kante schieben, der Schorsch. Der kann hier senkrecht die Kante hochlaufen. Wie jedes gute Pet. Das lädt immer noch. Geht er down? Das ist prima. Oh, der Schorsch ist echt so ein super Schwein. Geil, meins. Alle der Beweglichkeit. So, noch ein Mana-Pot saufen. Das sehe ich ganz gut. Jetzt durch diese ganzen Hauruck-Quests, wo man das mal alles zu im Schnelldurchlauf macht, jetzt kann ich mir die ganzen alten Mana-Pötte wegsaufen hier. Die nämlich sowieso nichts bringen. Du hast Spaß mit deinem Bier, ne? Merke ich gerade. Mit dem Geier, das ist der totale. Total krass hier. Sieh's rein. Erstmal sechs. Ich seh dich gerade gar nicht. Ich bin direkt über dir. Ja. Sollen wir noch oben gucken? Ja, jetzt bist du. Ich fliege hier total die miesen Schleifen. Ja, aber du bist in so einem Winkel über mir, dass ich gerade gar nichts sehen kann. Ist egal. So, da haben wir nämlich auch. Aura Strasser. Hallo. Das war jetzt vielleicht endlich mal das letzte, die letzte Gruppenquest für eine Zeit lang. Jetzt weiß ich, warum die mir die Quest nicht angezeigt haben, weil, das, weil der Typ in einem, hier innen drin steht. Gibt auf jeden Fall schön viel Ruf für den Würmruhpakt, sehe ich gerade. Jedes Mal so 455, also das haut schon ganz gut rein. Gerade mal schauen, wie viel ich den Würmruhpakt sowieso habe. Auf 4982 von 6. Also schon kurz vor wohlwollend, kann man sagen. Und das, obwohl ich nicht großartig gefarmt habe, weil ich ja noch die Quests nicht habe. Also es gibt schon vernünftig Ruf, wenn man die ganzen Elite-Quests macht. Das haut schon ganz gut hin. Ach, du machst die gerade, ne? Ich mach gerade die Daily. Ja, weil dein Charakter-Icon nämlich gerade zu so einem komischen Dings geworden ist, alles klar. Ach ja, das Schaffende kann auch zerstören, habe ich ja noch eine Elite-Quest. Obwohl, nee, das ist nicht als Elite-Quest gekennzeichnet, da gibt es irgendeinen Trick bei, wie man die platt kriegt. Da musst du mal etwas Ungewöhnliches Questlog lesen. Ich lese eigentlich fast immer Questlog oder zumindest so ein bisschen, weil ich für die lieben Zuschauer das ja etwas vorkaspern will, beziehungsweise versuche zumindest so ein bisschen die Story mitzuerleben und weiterzuerleben und so. Ja. Boah, jetzt bin ich aber auch echt ein bisschen durch, muss ich sagen. Ich bin ganz Ohr. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt erstmal was zu essen rein. Das wäre mal eine ganz gute Idee. Doppelte EP, doppelte EP. Letztes Wochenende war doppelte EP. Okay, also ich, wann es jetzt wieder doppelte EP gibt, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, dass wir jetzt, dass jetzt eine ganze Menge an Elite-Bossen für den Würmopakt quasi umgelegt wurde. Was eine super Sache ist. Das Einzige, was man jetzt mal machen könnte, ist mit Hochlord Bolvar Fordragon in feste Fordragon sprechen, um dort an der Schlacht am
kalten Tor. Die heiße Schlacht am kalten Tor und so. Und einmal nach Galakrons Ruhestätte, diese fünf Dinge, diese drei Dinger wegpumpen. Und dann müsste es das für die Drachenöde eigentlich auch von meiner Seite aus her gewesen sein. Ja, ich hab da noch jede Menge offen. Also im Zweifelsfall können wir das ja dann demnächst irgendwie zusammen machen. Hast du noch was Dringendes, wo ich dir jetzt bei helfen kann? Weil sonst würde ich nämlich jetzt eine Pause machen. Gerne. Ja, ich hätte noch mit dem Druider-Gruppenquest. In der Scherbenwelt. In der Scherbenwelt, okay, das könnte ich aber theoretisch auch offscreen machen, ne? Oder? Ja, machst du am besten wahrscheinlich eh mit dem Jäger. Ja. Ja gut, dann können wir das ja eventuell gleich noch machen. Dann pfeife ich jetzt hier erstmal ab. So. Ja. Genau. Genau, so machen wir das. Ich melde mich gleich, wenn du dann die Hilfe brauchst. Und dann habe ich aber auch erstmal für heute die Nase voll von mir weh. Mann, nee. Muss ich noch einen Azubi-blauen Drachen? Ich sag mal, bis demnächst, ne? An euch alle und so. Ciao.